Ein ganz besonderer Zauber umgibt das Schloss Ulmerfeld in der Adventszeit, wenn die Tore für die stille Weihnacht geöffnet werden. Ich habe bei der Eröffnung gesagt, das Schloss strahlt im neuen Glanz. Und ich bin sehr froh und stolz darauf, dass wir die Beleuchtung des Schlosses noch hinbracht haben bis zur stillen Weihnacht. Und ich glaube, alle, die was bis jetzt gesehen haben, waren begeistert und ich auch. Bereits zum zweiten Mal lieferte die Stille Weihnacht ein Adventprogramm, das mit seiner Mischung aus Ursprünglichkeit und weihnachtlicher Romantik zu überzeugen wusste. Der Gedanke war der, dass man gesagt hat, man möchte sich einmal zurückbesinnen auf das wesentliche Weihnachten, wie es früher war, auf die ruhige Zeit. Deshalb auch nur bei der Öffnungsrede die Lautsprecher, ansonsten gibt es 3 Tage lang nur Hausmusik sozusagen, mit Bläsern, Turmbläsern, Chören, selbst mit den Stimmen etwas Schönes zaubern. Und das ist eigentlich so der Hintergedanke der stillen Weihnacht, dass man sich auf das Wesentliche und auf die ruhige Zeit wieder besinnt. Das, was vergangenes Jahr sogar im ganz Kleinen begonnen hat, sich zu entwickeln, ist wirklich jetzt schon zu einer fast Tradition geworden. Und man sieht, dass ganz viele Menschen eigentlich diese stille Weihnacht suchen, große Sehnsucht danach haben, ein bisschen Ruhe zu finden. Und ich glaube, der Rahmen bietet einfach die Gelegenheit, ein bisschen zurückzutreten, ein bisschen durchzuschnaufen in der hektischen Zeit, in der wir jetzt sind. Und es tut einfach gut. Das Schloss Ulmerfeld entpuppte sich als Advent-Idylle, die den Zauber einer Weihnacht, wie es früher war, wieder aufleben hat lassen. So konnte man besinnliche Momente in der Kapelle erfahren, den Schlossturm erklimmen und Gaumenfreuden in den Genusshütten erleben. Wer hier Weihnachtskitsch gesucht hat, war fehl am Platz. Traditionelle Waren und Erzeugnisse aus regionaler Produktion ließen das Handwerk hochleben. Den Besucherzahlen zufolge ist es natürlich wieder ein ganz großer Erfolg, auch heute schon. Ich denke mal für die Kunsthandwerker, wir haben uns um 2 Kunsthandwerker gesteigert. Also wir sind von 25 auf 27 Kunsthandwerker gekommen und haben wieder viele Rahmenprogrammpunkte zusammenbringen können. Mit den Vereinen natürlich auch, die da eine große Unterstützung sind. Mit der stillen Weihnacht in Schloss Ulmerfeld konnten die vielen Besucher die Vorfreude auf das Fest der Liebe besinnlich zelebrieren.